Guten Morgen, meine Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich. Wir haben heute Samstag und wir sitzen im Auto. Ich hoffe, ihr seht es, sonst ist das Gesicht so dunkel bei dir hier im Display, aber ich glaube am. Ich glaube in der Kamera, dann normal sieht man es gleich besser, oder? Auf jeden Fall, die drei Kleinen sind bei uns mit dem Auto, die zwei Großen sind im anderen Auto. Wir fahren jetzt nämlich die Michelle zum Skikurs. Also zum Skikurs in die Schule. Die Michelle fährt heute nämlich eine Woche lang weg, unser kleines Mädchen. Und wir müssen mit zwei Autos fahren, also nicht, dass ihr euch wundert, weil wenn alle Kinder hier in unserem Auto sitzen, dann haben wir keinen Parkplatz. Kein Koffer. Für den Koffer und für kein Kofferraum, also kein Platz im Koffer. Snowboard. Genau, deswegen. Der Michelle hat ja einen fetten Koffer dabei. Ich habe kaum aufgehoben, was ist denn über? Alles drin. Die Michelle hat 22 Paar Schuhe. Sie musste ja viele Schuhe mitnehmen, also Turnschuhe, dies, das, Hausschuhe. Ich bin kaum aufgehoben, arme Busfahrer. Wieso, der Busfahrer muss ihn ja nicht schleppen? Er fährt ja nur mit dem Bus. Na gut, auf jeden Fall, wir trinken unser Käffchen und fahren den Michelle da hinten. Dann nehmen wir euch ein bisschen mit, soweit es geht, mal schauen. Hast du der Lara auch einen Kussi gegeben? Komm, Lara, gib der Michelle einen Kussi. Sehr gut. Tschüssi. Ja, wir bringen sie zum Auto. Wir haben jetzt unsere Mischka verabschiedet, unsere kleine Michelle. Sehr ein großes Mädchen. Ja, mein Gott, sie ist jetzt eine Woche nicht da, das ist bewusst, war super krass irgendwie. Der Bus, in den sie eingestiegen ist, hatte verdunkelte Fenster, konnte man jetzt irgendwie, man hat zwar gewunken, aber man hat das Kind nicht gesehen, sonst hätte ich sicher geweint. Und beim Patrick sind mir damals schon ein paar Tränen runtergeschossen, kann ich mich noch erinnern. Ja, aber ja. Ältere Kinder, so du öfter das machst, desto mehr normaler wird. Ne? Ja, stimmt, ja. Mein Patrick haben wir alles das erste Mal erlebt. Da hat man wie viel öfter geweint, so, gell? Erstes Mal Schule, geweint. Na gut, wir haben jetzt die Michelle weggebracht. Jetzt gehen wir dann Lebensmittel einkaufen. Wir haben jetzt die zwei kleinen Mädels, also die Lara und die Luisa, nach Hause gebracht. Der Patrick ist mit ihnen zu Hause und passt auf sie auf, damit wir in Ruhe einkaufen gehen können. Philipp haben wir natürlich dabei. Und eine kleine Teddybär ist dabei. So. Und eine kleine Teddybär. So. Und wir gehen auf jeden Fall jetzt schnell zum Hofer. Ist eigentlich egal, ob man Bio-Datum oder normale Datum. Nimm einfach Datum. Vielleicht einfach die Orangen wieder. Machen wir so Orangen-Karottensaft mit Apfel. Sollen wir wieder Orangen holen? Ja. Gibt auch Blutorangen, aber nee. Black. Wir sind fast fertig. Das ist unser Einkauf für heute. Die Pflanze darf man natürlich auch nicht fällen. Natürlich. Was ist für eine Pflanze eigentlich? Ein Sommerflieder. Ja, und die ist auch winterfest. So, wenn ihr wollt, können wir zu Hause. Wir machen jetzt kein Haul, aber wir zeigen euch gerne so ein bisschen, was wir gekauft haben. Pass auf! Ihr haut alles raus. So, meine Lieben, wir sind jetzt vom Einkaufen zu ihm zurückgekommen und haben schon mal alles ausgeleert. Wir haben ja versprochen, dass wir so ein bisschen herzeigen. Kein richtiger Food Haul, aber so ein bisschen zeigen wir euch natürlich gerne, was wir eingekauft haben. Wir haben uns für den Vorraum neue Lampen gekauft. Das sind nämlich LED. Wir haben noch so alte Energiesparlampen, oder? Ja, die ersten. Ja, voll krass. Die sind einfach so gar nicht gut im Bild. Also es ist einfach mega schlechtes Licht und das ist super Licht. Deswegen haben wir uns neues Licht gekauft. Dann haben wir uns Grassamen gekauft, zwei Pakete der Papa. Ist ein bisschen traurig, weil die Hunde haben alle so eine schöne Wiese zertrampelt. Ja, aber kriegen wir wahrscheinlich wieder hin, oder? Ja, kriegen wir hin. Dann für die Toilette so ein Gel, Küchenpapier, Fleisch für Suppe, für die, also für den Kaffee, Beef. Für das Futter, dann haben wir was anderes auch noch gekauft zum Testen, ob das ihm schmeckt. Genau, dann ein bisschen Wurst und Käse für die Jausenboxen. Salz habe ich mir noch gekauft. Ich kaufe immer diese rosene Salz, also immer. Super. Papa hat sich noch ein Radler gekauft, also ein alkoholfreies Bier, einen alkoholfreien Lauf. Das Abwechslung schmeckt sehr gut. Ich weiß, wie das schmeckt. Zitrone mit Pfefferminz. Ich ziehe gleich einen ab. Wir kochen ja jetzt gleich. Deswegen Gemüse, Tomaten, Gurken, Radieschen, Suppengrün. Ich habe Datteln gekauft, Zucchinis. Mozzarella, Müllsäcke. Das war genau umgekehrt. Müllsäcke, Mozzarella. Dann Reis haben wir gekauft. Philadelphia, dies, das. Topfen, also Magerquark. Etwas Chiasamen. Dann haben wir so einen coolen, so haben wir so einen leckeren Traubensaft gekauft.
Einmal weiß und rot. Dann habe ich auch Zahnpasta für die Kinder gekauft. Ich habe die noch nie probiert, aber ich habe die einfach mitgenommen. Also 0 bis 3 für den Philipp und für die Lara und die Luisa Bubblegum. Dann waren wir auch genau beim Villa Plus und haben dann diese Haselnuss gekauft. Und für uns haben wir auch eine neue Barista gekauft. Kokos haben wir noch nie probiert. Und diese Joja. Dann habe ich mir auch einen veganen Joghurt genommen, so einen Haferjoghurt. Mozzarella wieder. Ein Mozzarella. Reis. Nochmal Reis. Dann habe ich eine Taschentücherbox gekauft für die Luisa, die eine kleine Rotznase hat. Das heißt Gemüse, also Brokkoli, Karfiol, Bananen, also Obst. Genau, Tortellini. Schaut mal, beim Hofer gibt es jetzt so Mandelmus. Seht ihr? Voll cool. Für mein Porridge. Dann haben wir noch so Orangen, Mandarine, Kiwi, ein Gern, weil die Mama habe ich einen? Sehr gerne einen Brot. Genau, ich packe immer so viel Brot. Und das haben wir auch gekauft. Das schmeckt so lecker. Ich habe auch Tiefkühl-Erdbeeren gekauft, weil ich mache Eis für die Kinder. Winkel. Ja. Und das darf von zu Hause nicht fehlen. Ja, für mir läuft das Wasser. Ja, also wie ihr seht, ein bisschen was. Wir werden jetzt auf jeden Fall mal gleich was zum Essen kochen. Papa mit seiner Salzgurkenliebe. Was ist das da oben? Okay. Auf jeden Fall werden wir jetzt schnell Mittagessen kochen. Ich habe für heute Geschnetzeltes eingeplant. Gibst du mir das Fleisch zu schnibbeln? Schnibbeln ist so kein Fleisch. Ich mache das im Thermomix. Das ist ein Geschnetzeltes mit Reis. Eigentlich auch Brokkoli, aber den Brokkoli lasse ich weg, weil ich bin die Einzige in diesem Haus, die Brokkoli isst. Die gesamte Familie weigert sich strikt dagegen. Ich werde ein bisschen kochen und du räumst das Essen weg. Ja. Teamwork. Gegart wird, mache ich gerade auch einen leckeren Haferflockenkuchen. Ist es ja keiner richtiger, aber klingt super lecker auf jeden Fall. Das Ganze hier schon zubereitet, also das sind so Flüssigkeiten drin wie Apfelmus. Ich habe so eine vegane Milch reingetan, Leinsamen, Haferflocken, Zimt und so, aber wirklich super lecker. Das riecht, wenn ihr das riechen könntet, mega. Und das kommt jetzt hier in meine Auflaufform rein. Da ist übrigens kein Zucker drinnen und kein Mehl. Mega cool. Ich habe nämlich so was gesucht, so eine Mehlspeise, die ich zu meinem Haferjoghurt essen kann, die ich gekauft habe. Weil ich irgendwo ein Foto gesehen habe mit so einem leckeren Haferflockenkuchen mit Himbeeren. Ja, so kaufe ich ein. Ich lasse mich durch sowas inspirieren und kaufe mir dann die gewissen Sachen dann ein. Ich muss jetzt natürlich noch die Himbeeren reingeben. Die sind leider nicht mehr so gut, die Himbeeren. Die ist nicht gut. Die ist auch gut. So schaut jetzt der Kuchen aus. Also der Kuchen, ich sage immer Kuchen dazu, aber es ist ja gar kein Kuchen. Es heißt gebackene Haferflocken mit Blaubeeren. Und ich habe auch ein paar Himbeeren reingegeben. Also die, die gut waren, habe ich dann mit reingenommen. So, dann wird jetzt gebacken. Ich habe jetzt auch noch eine Nachspeise gemacht. Das ist übrigens dieser Baked Oatmeal Kuchen. Der riecht so lecker, ich sag's euch. Für die Lara habe ich jetzt einen Obstteller gemacht und ich habe noch Erdbeereis gemacht. So, willst du auch einen Obstteller, Luisa? Du magst den Eis, oder? Bitte schön. Magst du eine Gabel? Ja, bitte. Jetzt nicht so wie im Eisgeschäft.
Schatz, ich hoffe, dass du zufrieden bist. Ja, du probier. Okay. Magst du auch, Lara? Oder machst du mal deinen Obstreis und danach? Okay. Mega lecker. Und es kann mit allen möglichen. Es gibt auch Mango. Soll ich mal Mango-Eis machen? Ja. Magst du? Magst du mal von mir probieren, Papa? Was denn? Kiwi? Ja. Magst du auch von mir probieren? Ich probiere ein bisschen meinen Oatkuchen. Eis mit heißem Oatkuchen. Ich kann da nicht mehr runterfallen. Baked Oat. Aber eigentlich kann er. Papa, eigentlich kann er. Was möchtest du da noch essen? Machst du auch. Gut. Lucy will ein Energiebällchen. Lucy? Kleines Update von uns, meine Lieben. Wir haben am Nachmittag nicht gebloggt. Ich habe den Film schlafen gelegt. Der Papa hat sich mit den Kleinen beschäftigt. Ein bisschen draußen im Garten und. Du redest und ich gestikuliere. Ah, danke. Ich mache übrigens gerade Energiebällchen. Habe ich einen Thermomix angemacht? Zeig mal rein. Was sind die Bällchen? Da sind die Bällchen, da ist der Teig. Schaut aus, als würde ich Hackbällchen machen. Aber tatsächlich sind es Energiebällchen. Da sind Nüsse drin. Da sind Nüsse drin und Datteln. Ja, auf alle Fälle machen wir noch ein paar Bällchen zum Rollen. Und dann bin ich fertig. Und dann sind wir fertig, genau. Dann gehen wir ins Wohnzimmer. Das müssen wir eigentlich nicht backen, nur im Kühlschrank hinstellen zum Abkühlen. Das ist übrigens so ein Naschersatz, wenn man sagt, ja, man mag jetzt weniger süßes Essen. Dann kann man das sich machen, weil da ist kein Zucker drin, da ist nur Dattel drin als Süßungsmittel. Und das schmeckt wirklich so gut. Es gibt richtig Energie. Was ist? Bäh. Muss ich, ha? Gib dem Papa einen Kuss, ha? Gib dem Mama einen Kuss. Schwarze Rabe hier. Moooooh. Ist keine Rabe. Das ist alles ein bisschen Maul. Die Energiebällchen fertig gerollt hat. Ja, und jetzt werden wir gemeinsam mal eine Jause essen, also Abendessen. Und ja, danach geht's ab im Wohnzimmer beim Fernsehen, oder? Ja. Ja, jawohl. Okay. Aber Papa. Ja. Popcorn. Ich hab süße Popcorn, ist gut? Räumst du ein bisschen auf hier, ich geh ein bisschen mich abschminken. Okay. Luisa, passt du auf, dass der Papa alles gut aufräumt? Und oh, danke Luisa, dass du auf mich aufpasst. Und ich geh mich abschminken, ja? Okay, Chef. Viel aufräumen, weil wir haben heute zu Mittag gegessen, alles in Geschirrspüler eingeräumt, aber ich habe es vergessen, den Geschirrspüler einzuschalten. Ich bin aber da! Ja, die Luisa ist da, wie ihr gehört habt, und jetzt muss ich mal warten, bis das Geschirrspüler fertig ist, alles ausräumen und dann nochmal einräumen. Das heißt, es bleibt alles bis morgen so, wie es ist. Und schon wieder oder noch immer oder wie, was auch immer, stehen wir wieder in der Küche. Jetzt bereiten wir gerade unser Abendessen vor. Papa hat euch schon gesagt, Küche konnten wir nicht aufräumen, weil Geschirrspüler noch voll ist mit schmutzigem Geschirr. Und ja.
wir sind fertig mit Essen. Dementsprechend schaut auch unsere Küche wie ein Schlachtfeld aus. Tisch lassen wir so, wir können ja nichts abräumen. Geschirrspüler rennt noch, deswegen schaut auch die Abwasch richtig schlimm aus. Aber machen wir dann halt morgen. Ja, Papa ist schon mit den Kindern im Wohnzimmer. Ich werde jetzt auch gleich nachgehen und werden ein bisschen Fernsehen, ein bisschen Zeit vorm Fernsehen mit nichts zu verbringen. Weil die hat, also das habe ich glaube ich gar nicht gesagt, aber sie hat ja, also die Kinder durften ihre Handys nicht mitnehmen. Ja, ist glaube ich auch für die Kinder nicht so schlecht, wenn die mal wirklich auch ein bisschen handyfreie Zeit haben. Die Lehrerin hat uns in der Elterngruppe geschrieben, dass die Kinder gut angekommen sind, dass sie schon ihre Tasche auspacken und so weiter. Ja, wir vermissen sie natürlich und freuen uns schon, wenn sie dann nächste Woche wieder zurückkommen. Am Freitag kommt sie übrigens. Na gut, meine Lieben, ich wollte euch auch ein Update von Michelle geben, damit ihr auch Bescheid wisst. Und wir sehen uns beim nächsten Video, meine Lieben. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!